Der wahre Grund, warum Queenie Goldstein Gedanken lesen konnte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Queenie Goldstein ist eine amerikanische Hexe, die wir in Fantastische Tierwesen das erste Mal zu Gesicht bekommen und kennenlernen dürfen. Sie und ihre Schwester Tina werden in die Abenteuer von Newt Scamander hineingezogen, als dieser 1926 nach New York kam. Queenie arbeitete im Büro der Zauberstabgenehmigung der Makusa. Sie verbrachte ihre Tage damit, Kaffee zu kochen und das Klo zu reinigen, ein Job, der nicht gerade elegant war. Obwohl die meisten Queenie selbst schon als sehr elegant bezeichnen würden, bringt sie mehr mit als ihre Schönheit. Queenie ist nämlich eine Legilimentikerin, das heißt eine Hexe, die die Kunst des Gedankenlesens beherrscht. Sie hat die Fähigkeit, die Gedanken anderer Menschen zu lesen, ohne dass diese es wissen oder auch zulassen müssen. Produzent David Heyman sagte Folgendes über Queenie: Sie hat einen scharfen Verstand und die Fähigkeit, nicht nur Gedanken zu lesen, sondern auch zu verstehen, was vor sich geht. Queenies Fähigkeit geht jedoch ein wenig tiefer als nur Gedankenlesen. Professor Severus Snape sagte Folgendes dazu: Der Verstand ist kein Buch, das man nach Belieben aufschlagen und untersuchen kann. Die Gedanken sind nicht in das Innere des Schädels geschrieben, damit sie von jedem Eindringling eingesehen werden können. Der Geist ist ein komplexes und vielschichtiges Gebilde. Die Legilimentik ermöglicht es einem Zauberer oder einer Hexe, in den Geist einer anderen Person einzudringen und ihre Gedanken, Erinnerungen und Emotionen zu lesen oder sogar zu beeinflussen. Es ist eine schwierige und fortgeschrittene Form der Zauberei, die eine spezielle Ausbildung und viel Übung erfordert. Queenie ist jedoch eine natürliche Legilimentikerin und kann diese Fähigkeit ohne spezielle Ausbildung oder Anstrengung ausüben. Legilimentik ist eine komplizierte Kunst, die nur sehr wenige Zauberer beherrschen. Die meisten Zauberer, die Legilimentik beherrschen, können sie nur unter bestimmten Bedingungen anwenden und brauchen oft Augenkontakt dazu. In Fantastische Tierwesen sehen wir jedoch, wie Queenie die Gedanken ihrer Schwester aus mehreren Stockwerken entfernt lesen kann. Aber warum genau ist Queenie anders als Legilimentikerin? Warum hat sie nicht die gleichen Schwierigkeiten, die Snape beschrieben hat? In einem Tweet sagte J.K. Rowling Folgendes dazu: Snape musste eine natürliche Fähigkeit antrainieren. Queenie wurde mit einem großen Talent geboren und konnte es von Natur aus ohne Übung, obwohl sie auch nicht unfehlbar ist. Queenie hätte während ihres Studiums in Ilvermorny mehr über Legilimentik lernen müssen, aber sie hätte mehr Talent gehabt als die meisten Zauberer, die sie kannte. In der Harry Potter Reihe setzt Voldemort die Legilimentik ein, um Informationen sowohl von seinen Verbündeten als auch von seinen Feinden zu erhalten. Er benutzt sie auch, um Harry Potter in der Ministeriumsabteilung in eine Falle zu locken. Queenie setzt ihre Fähigkeiten als Legilimentikerin jedoch in einem weitaus weniger grausamen Ausmaß ein. In Fantastische Tierwesen sehen wir, wie Queenie Gedanken liest, um eine emotionale Verbindung mit Menschen herzustellen. Sie ermutigt Newt, einen schwierigen Teil seines Lebens hinter sich zu lassen. Queenie nutzt ihre Fähigkeiten auch, um Jacob Kowalskis bleibende Narben aus dem Ersten Weltkrieg zu verstehen. Anstatt ihn zurückzulassen, erlaubt sie ihm, ihr gemeinsames Abenteuer zu beenden. Queenie hat auch ihrer Schwester mit Hilfe der Legilimentik aus der Patsche geholfen. Sie und Tina haben eine viel stärkere Verbindung und deshalb kann Queenie mit ihrer Schwester schnell und auf einer tiefen Ebene kommunizieren. Queenie wird oft unterschätzt, weil sie so schön ist und eine unbekümmerte Einstellung zum Leben hat. Alison Sudol, die Schauspielerin, die sie in den Filmen darstellt, sagte Folgendes: Sie ist sehr aufgeregt und begeistert von diesem Abenteuer und alles, was den meisten Menschen Angst machen würde, hält sie für aufregend. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Queenies Fähigkeit, Gedanken zu lesen, nicht unbedingt eine überlegene Kraft ist. Sie hat ihre Grenzen und kann von anderen Legilimentikern oder Oklumentikern, die in der Lage sind, ihre Gedanken zu schützen, überlistet werden. In der Filmreihe wird gezeigt, dass Gellert Grindelwald, der Hauptgegner der Reihe, in der Lage ist, seine Gedanken zu schützen und somit gegenüber Queenie und anderen Legilimentikern und Oklumentikern im Vorteil ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Queenie Goldstein eine natürliche Legilimentikerin ist und die Fähigkeit hat, die Gedanken anderer Menschen zu lesen, und das weitaus wirkungsvoller als die meisten anderen Legilimentiker. Und das war's mit diesem Video und warum Queenie Goldstein Gedanken lesen kann. Würdest du auch gerne die Fähigkeit der Legilimentik beherrschen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.